Herzlich willkommen bei Meyers TV und Bionalo bei Sims 4. Herzlich willkommen zurück. Ich beschleunige ausnahmsweise mal ganz kurz die Zeit. Ah, sie ist fertig. Nein. Oh, das ist Sims. So, Magie. Duelliere dich um Freundschaftspunkte. Oh Gott. Die Figurengemälde. Das sieht aus, als ob er gerade auf Klo setzen möchte oder aus dem Klo rennt. Ja, ist furchtbar, ne? Was hältst du davon, wenn wir dein Sim. Was machen die denn? Studieren lassen. Gehen wir wieder weg. Guck, Rechtsklick. Ja. Stab, das beschleunigt das Zaubern. Ach so, bin ich. Charm. Romeo! Man kann Stäbe kaufen. Aber die duellieren ja eh nur aus Freundschaft, das heißt. Beim das ist übrigens eine von den Zauberlehrerinnen, die ist viel stärker als sie, das wusste ich aber. Okay. Trotzdem ist das toll. Komm noch einmal. Bei echten Duellen kannst du auch ernst nehmen. Na, bin ich mal neugierig. Ich geh nicht, warum sind die ja nicht da stehen geblieben? Oh, sie hat Feuer eingesetzt, hast du gesehen? Inferno. War es gut für sie? Wow, du bist ja mal stärker. Das war gut. Und Bella guckt zu. Ist ganz richtig. Oh, getroffen. Schon wieder. Oh, das hat weh getan. Sie hat einen neuen Rang erlernt. Und sie hat hier Zauberladung. Okay. Zauber werden wirkungsvoller, wenn die Zauberladung sich auflädt. Aber die Erfolgschancen sind geringfügig niedriger. Es besteht die Möglichkeit, verflucht zu werden. So. Es gibt hier die Möglichkeit, entladen zu lernen. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, lernt das als erstes, weil das wird der wichtigste Zauber, diese Zauberladung wieder loszuwerden. So, wo ist sie denn jetzt hingegangen? Ja, ich wollte sowieso die ganze Zeit mal. Guckt man einmal nicht hin, ne? Er schläft, wie süß. Geh mal die Bilder verkaufen. Wir wollen unsere neuen Freunde doch motivieren, weiterzumachen. Und dann quatsch mal mit deinem neuen Kumpel. Weißt du, was wir vergessen haben? Du hast doch gesagt, die sollen heute Party machen. Ja, das auch. Die sollen doch spielen. Hier haben sie den Spieletisch dazu. Weckt das Lama nicht, ist so eine Art. Ist so eine Art Wackelturmspiel. Wackelturmspiel? Das ist wahrscheinlich das, wo man das so reinpicken muss. Bilder werden immer schrecklicher. Das ist für mich eigentlich Wackelturm und ich weg das Lama. So, und du gehst mal mit rüber spielen.
Die eine malt noch, der andere spielt bestimmt Musik oder ist im Haus. Nee, ist schon gegangen. So, zeig mal, was ihr könnt. Das sind aus wie große Pommes. Ach, die müssen das so lange rausziehen, bis es zusammenkracht. Ja, wackelt, Tom. Was kreuz und quer. Number 50. Reba. Was hast denn du für Ringe? Keine Ahnung, war schon dran gewesen. Jetzt kommt die nächste. Ich hab da noch nie zugeguckt. So mass. Woo! Oh, voll der Angeber. So, wir können ja noch ein bisschen flirten. Sonst wird das ja nie was zwischen uns. So, weil das geht auf jeden Fall. Romantik, Kompliment. Okay. Hast du gesehen? Der oh nein! Der hat sich wieder fallen gelassen. Eigentlich könnten dann die Hausparty auch starten. Ein Tag später, wa? Ja. 18.40 Uhr. Eigentlich können wir auch gleich starten, wenn du willst. Ja. Dann mach mal. So, dann hört mal auf zu spielen. Ihr solltet noch ein bisschen flirten. Pando. Shabini. Lass mal noch kurz zu Ende flirten. Gaba, Gaba, Pomeray, Guas. Aber er soll mit ihr flirten, nicht mit den anderen beiden Frauen. Sie flirtet. Ah, schön. Und das soll mit ihr flirten, nicht mit den anderen beiden Frauen. Guck hier. Er redet. Braga. Aha, Nilshaba. Oh, Lama am Boden zerstört, weil er verloren hat. Was für eine Blamage. Dein Sim muss nicht nur mit der Schande fertig werden, sondern auch noch die Stücke sammeln. Man kann auch traurig werden. Der sieht aus, als ob er zur Toilette rennt. In dem Lama. Oh, jetzt ist er traurig. Los, mutter ihn mal auf. Erzähl ihm einen schmutzigen Witz. Und das hören alle. Na, dann mach mal die. Schreib mal die Party, weil ich muss mal kurz was trinken. Oh, der will die Kummer-Hotline anrufen, wie süß. Wir machen eine Hausparty, ne? So, die Party wäre soweit. Und wird gestartet. Und die Party ist im vollen Gang. Oh hier, die haben so lange gespielt, die müssen alle auf Toilette. Oh Gott. So, die Party. Er möchte sehr gern Witze erzählen. Guck mal, hier oben sind dann die Aufgaben. Und weil er sowieso Witze erzählen liebt. Gastgeber knüpfen Kontakte mit Gästen. Wir haben nur ja keine 12 Kontakte. Nein, das ist gemeint. 12-mal mit einem Gast sprechen. So, das kriegen wir ja hin. Sonst gleichzeitig Spiele spielen lassen. Naja, ist ja kein Problem, ne? Wir haben einen Spieletisch. 2 sollen kokett sein. Also du. Unbehaglicher Kommentar. Warum hat Kevin das nur gesagt? Er ist beschämt. Ja, wo kann ich mich verstecken? Das war eine unangenehme Unterhaltung. Außerdem ist er traurig und er fühlt sich gerade nicht so gut. Wo ist er denn?
Hier. Nein, die anderen beiden. Ah, die kommen. Ja. So. Sie. Was trinken? Mal gucken, ob man Getränke servieren kann. Getränketablett füllen. Mit Basico Bella. Mal gucken, und dann können wir alle einlassen zum Trinken. Und dann wird geflirtet, was das Zeug hält, weil es soll ja kokett sein. Kompliment. Ja, flirte mal. Knuddel. Honka Dory. Sie steht sich angezogen zu fühlen. Und ich rede zu leise? Ah. So, ich habe übrigens noch einen Entertainer hier drüben am Mikrofon und eine Mixerin engagiert. So, und jetzt wird geknuddelt und geflirtet. Hör auf. So. Zusammen spielen, da gehen die anderen nicht zusammen spielen. Oh, er ist immer noch total beschämt. Mann, komm zurück, du sollst nicht spielen. Setz dich mal da hin. Ach, du auch, ihr sollt flirten. Die haben das Spiel explodiert lassen, das ist gerade so, jetzt sitzen die dumm nebeneinander. Los, umarm ihn. Macht doch auch Pause, machen wir die ganzen Dinger. Zusammen ein Getränk nehmen, dann haben wir die Getränke schon. Ja, gib dir mal einen Schnaps, dann wär's locker. Ja, aber ehrlich. Und dann gehen sie in die Sterne gucken. Ich hoffe, er sagt ja. Mit rechts Klick kannst du übrigens die Kamera. Was süße! Oh, hat sich schon geniert. Beide auf Toilette? Nein. Dachte ich schon. Ich hab gesagt, die sollen zusammen in die Sterne gucken. Und das ist auf einer Insel bestimmt voll romantisch. Ja, direkt neben dem Haus. Ich hoffe, er wird nicht entführt, weil Alien-Babys und so. Aha, Flinke. Jetzt erzählst du ihm mal, was Schönes. Aber er könnte sich eigentlich bei ihr in der Gegenwart umverwandeln, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Willst du wieder die Alienform? Aber ich weiß nicht, wenn die ganzen Gäste im Haus sind, ob das negativ ausschlägt. Das kann sein. Oh, schau mal. Von den Sternen erleuchtet. Wenn man in den weiten Himmel blickt, scheint einfach alles möglich zu sein. Angenehmes Gespräch. Ja. Zusammenhalt. Gib dir mal einen Kaffee. Und der ist wünschte. Okay. Also richtig kokett werden sie irgendwie nicht. Was ist jetzt flirt mal aggressiv. Flirten. Ja, flirten. Mit der lässlicher Zeit. Wir müssen eigentlich auch noch mit den Gästen quatschen. Weil er keine Schuhe an. Das war eine Absage. Oh, der arme Kerl. Muss er später wohl nochmal ran. Naja, also eigentlich sind sie befreundet, aber... Oh, wir lassen uns mal lieber mit dem flirten. Ich glaube, die müssen sich noch ein bisschen besser anfreunden. Ja.
Bisher ist die Hausparty noch nicht so erfolgreich. Oh, Terry. Aber alle anfangen schwer. Ja, wir erzählen immer noch, aber lass die doch einmal spielen, wenn die sich jetzt nicht anflirten wollen. Aber die befreuen sich gerade, siehst du? Oh, sie muss mal. Oh, ihre Bedürfnisse sind nicht so toll, deswegen. Wenn es den Sims nicht wirklich gut geht, dann haben sie auch keine Lust mehr auf Romantik. Naja, ehrlich gesagt, wer stinkt immer die Honigknoten? Hygiene, mangelhaft. Stinkt. So, und danach quatscht du mal bitte mit ein fürs Kommen dann. Genau. Fürs Kommen danken. Erstmal muss auf Klo fertig werden. Und er muss das gleiche Ohr machen. So, spielen mit. Gut. Dann bin ich mal neugierig. Und dann sind sie bestimmt auch verspielt und er kann auch noch ein bisschen reden. Ja. Ubatwe boy nooch. Wampler if. Justus nerve ibu. Omaster. Wir haben nicht mehr so lange Zeit. Du hast hier eingeladen. Da sind auch keine Stühle draußen mehr. Ich bin gerade zurückgegangen. Dag Dag. Er hat mir die Oma angezeigt. Guter Kreis. Was Quatsch mit denen? Genau. Hier oben ist die Zeitanzeige. Wir haben jetzt noch 32 Minuten. Achso. In echt oder mit Sims-Zeit? Steht doch hier in Sims-Zeit. 28. Als Kokett schaffen wir nicht. Kuchen essen. Wir haben zwar einen Kuchen, aber. Wird jetzt nicht die beste Party. Nicht unbedingt. Aber ich war alle da. Und sind alle nicht mit gebrochenen Herz nach Hause. Die müssen sich wenigstens ein bisschen unterhalten, damit wir wieder so Bronze kommen. Seine Energie ist echt. Nächstes Mal bereiten wir ein bisschen vor. Siehst du, Bronze haben wir jetzt geschafft. Das spielt sich. Oh, mit Silber, na, das geht. Haben wir gerade so noch geschafft. Super. Dann würde ich sagen, die Hausparty war erfolgreich. Ich schau mal, was wir bekommen haben. Und danach ist die Folge schon wieder zu Ende. Stimmt, sind nicht mehr 18 Minuten. Wir haben ein Sofa gewonnen. Müssen wir dafür bezahlen? Wir haben es gewonnen. Bei 425 da stand. Wir haben es gewonnen. Okay. Oh, dann steht er nächstes Mal in die Richtung. Cool. Das war jetzt gar nicht so übel. Ja. Also das steht jetzt draußen und ja, da können sich die Gäste. Warte mal. Haha, ihr kommt nicht mehr raus. Nö, dann kommst du nicht mehr weg, die Gäste. So vielleicht. Dann können sich die Gäste hier hinsetzen. Mhm. Wäre eine Idee. Oder? Nee, andere Richtung. Dann steht der so lang. Genau. So? Ja. Die noch vorbei? Müssen sie ja. So kommen sie auf jeden Fall vorbei. Super. Na, dann ist alles weit geschafft hier. Und, ist er schon im Bett, der Typ? Lassen wir die Sofafarbe? Wir könnten die nämlich auch in Richtung Braun oder so. Oh, das ist ja schlimm. Weiß. Hm. Ich finde das eigentlich ganz schön. Alles in Ordnung. Schön neutral. Super,
dann war's das für die Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten. Tschüss. Tschüss.